Sie sind so jung und haben den vielleicht härtesten Kampf des Lebens bereits bestritten. Der Kampf gegen den Krebs. Niklas und Jannis waren ein Wochenende zu Besuch bei Bayern 04. Gemeinsam mit dem Krebszentrum Freiburg hatten die Kinder zusammen mit ihren Familien die Möglichkeit, hinter die Kulissen von Bayern 04 zu schauen. Das ist schon über 10 Jahre her. Da hatten wir bei uns bei einem kleinen Verein im Schwarzwald ein größeres internationales Jugendturnier. Da war auch Bayern 04 Leverkusen da. Und Dirk Diekmann hat eben den Sinn der Veranstaltung sehr schnell erfasst. Und dort ist der Erlös von dem Turnier ist zu dem Förderverein geflossen, des Elternhauses von der Kinderkrebsstation in Freiburg. Und über den Kontakt habe ich einfach dann bei der Siegerehrung gesagt, weil ich einfach hatte mich mit der damaligen Professorin dort, die dort war, oder ich glaube, die ist jetzt auch noch da, mal unterhalten, so am Spielfeldrand, habe ich einfach 2 krebskranke Kinder eingeladen. Und darüber ist das entstanden. Sowas ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Du kommst auf die Welt, dann als Kind hast du dann deine schönste Zeit des Lebens vor dir. Und dann kriegst du so eine Diagnose. Das ist ja Wahnsinn. Das kann sich ja gar keiner vorstellen von uns allen. Und deswegen bin ich der Meinung, da muss man alles tun, was man kann auch. Und das sind ja Momente entscheidend. Und die Momente können wir hier, glaube ich, ganz gut liefern. Die Krebsdiagnose erschütterte die Familien und veränderte das Leben schlagartig um 180 Grad. Doch Niklas und Jannis kämpfen, denn sie wollen leben. Gut, Jannis hat ja nicht nur Krebs. Jannis ist ein Trisomie-Kind. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Er ist 7. Das macht mich einfach glücklich. Da ist es wirklich so, dass man einfach auch mal für 2 Tage ein ganz normales Leben führen kann. Niklas leidet an einem sehr seltenen Hautkrebs. Im Krebszentrum in Freiburg gibt es diese besondere Form erst das 3. Mal. Durch einen langen Leidensweg kämpft er sich zurück ins Leben. Der Besuch in Leverkusen ist für den 15-Jährigen eine schöne Abwechslung. Ich finde es sehr nett, dass ich hinter die Kulisse darf schauen. Und es ist schon krass, dass halt ich, weil ich da so krank war, dass ich dran darf und was halt andere Kinder nicht so dürfen. Und eine ganz besondere Überraschung hatte Bayern 04 noch für Jannis. Er durfte Teil der Einlaufeskorte beim Bundesliga-Topspiel gegen Stuttgart sein. Die Aufregung stand nicht nur Jannis ins Gesicht geschrieben. Ich bin sehr aufgeregt, mein Kind überhaupt abzugeben. Und Jannis, der ist auch sehr aufgeregt, ja. Der wird Spaß haben, ja. In der Minute gerade, gar keine Frage. Der ist sowieso ein Fußballjack. Der Ausflug nach Leverkusen, ein wenig wie die Flucht aus dem Alltag. Einfach mal abschalten und die Zeit für einen Moment vergessen können. Raus aus dem Alltag, andere Menschen sehen, nicht immer nur zu Hause eingeschlossen zu sein und dass so das ein anderes Umfeld einfach. Das ist toll, ja. Die Krankheit einfach mal fallen lassen für wenige Stunden. Vergessen, ja. Und dann ist der Moment gekommen. Jannis hat sein Idol, Werkself-Kapitän Lars Bender, an der Hand. Und auf geht's aufs Spielfeld. Also ich hatte auch Tränen in den Augen, weil das geht mir sehr nah und das war die ganze Gruppe hier hat das aufgesaugt. Und wir wussten ja nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber das war sensationell. Also war für uns sicherlich unvergesslich. Es ist einfach Glücksgefühle, ne? Ihn laufen zu sehen mit seiner eigenen Kraft. Man kann es nicht in Worte fassen. Das ist einfach das schönste Gefühl, das schönste Geschenk, ihn da unten laufen zu sehen. Ein Highlight für die gesamte Gruppe. Auch Niklas ist zum ersten Mal in einem Stadion und fasziniert von der Stimmung. Ich finde es sehr krass, wie sie laut sind. Ich finde es einfach richtig toll. Und auch am nächsten Tag hatte Bayern 04 noch die ein oder andere Überraschung für die Jungs. Unter der Führung von Dirk Diekmann hatte die Gruppe einmalige Einblicke in die Katakomben der Bayer Arena. Ich glaube halt immer, es gibt immer so kleine Puzzle. Und wenn das ein klitzekleines Puzzle ist zur Genesung, dann wäre es wunderschön. Zum Abschluss wartete noch am Nachwuchsleistungszentrum Kurte Kotten das Frauenaufstiegsspiel auf die Familien. Viel Spaß und große Emotionen inklusive. Aufregend. Also für mich aufregend, für Jannis aufregend, für uns aufregend. Einfach schön, dabei sein zu dürfen. Aber auch anstrengend. Anstrengend. Das Ganze so mitzumachen und zu erleben, ist schon anstrengend. Für uns alle 3 gewesen, ja. Aber okay, hat Spaß gemacht. Es ist ein langer Weg zurück zu einem normalen Leben.
Das Wochenende in Leverkusen war für Jannis und Niklas eine verdiente Erholung von all dem Stress der vergangenen Monate. Es sind Momente, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben werden.